Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Geheimakte 2 Puritas Cordis. Wir waren also damit stehen geblieben, dass wir einen Beweis brauchten. Und zwar einen Beweis für den Kapitän, damit er sich weiter um unser Anliegen kümmert. Das haben wir erfolgreich geschafft. Wir haben es geschafft, den Hobbyfotografen Feng Li dazu zu bewegen, ein Foto von dem mysteriösen und geheimnisvollen Mann in Kajüte 5 zu machen. Und das müssen wir jetzt dem Kapitän zeigen, würde ich behaupten. Mal sehen, was der zu dem Foto von unserem George Rooney sagt. Hallo, kann ich was für Sie tun? Ja, allerdings. Ich habe ein Foto von Ihrem angeblichen Schiffsarzt gemacht. Entweder spielt der Typ gerne Karneval oder wir haben es hier mit einem Betrüger zu tun. Vielleicht auch mit was Schlimmerem. Überzeugt Sie das jetzt? Mein Gott, Sie haben recht. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Können Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ich kann es versuchen. Allerdings weiß ich auch nicht übermäßig viel. Die Frage ist nur, sollten wir uns nicht erstmal um den falschen Arzt kümmern? Der kann bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Gute Idee. Kommen Sie. Ich bin mal gespannt, was der Kerl zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wo ist er denn nun? Krankenstation. Okay, schauen wir mal nach. Frau Jordan? Mein Gott, sie ist tot. Sehen Sie die Striemen am Hals? Sie wurde erwürgt. Was? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Sie sollten auf alle Fälle die Polizei benachrichtigen, oder? Ja, gute Idee. Und das auf meinem Schiff. Wenn das rauskommt, will doch keiner mehr auf meinem Schiff reisen. Haben Sie sonst keine anderen Sorgen? Hier liegt eine Frau, die offensichtlich ermordet wurde, und Sie machen sich Sorgen ums Geschäft? Sie haben recht. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Muss wohl der Schock sein. Schon gut, aber Sie sollten jetzt wirklich die Polizei rufen. Ja, mach ich. Ich werde sofort einen Funkspruch absetzen und den nächsten Hafen anlaufen lassen. Bitte warten Sie hier und sorgen Sie dafür, dass niemand etwas anfasst. Kann ich machen, aber beeilen Sie sich bitte. Ich fühle mich neben einer Leiche nicht sonderlich wohl. Das kann man wohl verstehen. Bin sowieso erstaunt, wie ruhig die beiden bleiben. Wer hat dir das angetan? Und wieso? Oh, Schüsse. Was war das? Hörte sich an wie Schüsse. Ich würde ja nicht so ruhig bleiben, wenn ich wüsste, dass da ein Mörder mit an Bord ist. Sie haben... Später. Jetzt müssen wir erstmal... Oh mein Gott! Es ist alles wahr! Oh. So, das waren die letzten Sachen aus dem Boot. Schön warm ist es hier. Ganz schön warm. Du wirst dich dran gewöhnen. Oh Mann, dass ich dich hier wiedersehen würde, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können.
Naja, als man mich gefragt hat, ob ich eine Fotoreportage über die berühmte Archäologin Sam Peters machen möchte, musste ich nicht lange überlegen. Die Welt ist eben doch ein Dorf. Du sagst es. Unser letztes Treffen war während des Studiums, oder? Wie lange ist das jetzt her? Kann noch nicht so lange her sein. Wir sind doch beide gerade mal Anfang 20. Stimmt. Und du siehst immer noch genauso lecker aus wie damals. Danke. So, bevor du jetzt vor Scham im Erdboden versinkst, willst du dich nicht erstmal ein bisschen ausruhen? Du bist doch bestimmt müde von der langen Reise, oder? Wenn ich ehrlich sein soll, ja, todmüde. Aber ein paar Sachen würde ich gerne noch wissen, bevor ich mich hinlege. Sonst kann ich womöglich vor unbefriedigter Neugier nicht schlafen. Okay, dann das Wichtigste in Kürze. Ich bin ein paar Gerüchten über die Existenz eines uralten Tempels nachgegangen und habe ihn nach monatelanger Suche tatsächlich gefunden. Mein Team und ich haben dann vor ein paar Wochen damit begonnen, den Tempel von außen näher zu untersuchen. Dein Team? Wo sind die denn alle? Eine lange Geschichte. Mach sie kurz. Ich hatte 5 einheimische Helfer und 2 Kollegen von der Universität in Jakarta. Aber seit unserer Ankunft hier steht das Unternehmen unter keinem guten Stern. Inwiefern? Es gab immer wieder Zwischenfälle. Erst verschwanden Gegenstände, dann stürzten Gerüste ein und schließlich verschwanden meine beiden Kollegen spurlos. Spurlos? Das heißt, die sind nicht mehr aufgetaucht? Nein. Aber stattdessen tauchte plötzlich so ein Typ auf und erzählte meinen einheimischen Arbeitern, sie würden hier heiligen Boden entweihen. Was für ein Typ? Keine Ahnung. Er hatte für den Dschungel total unpassende Klamotten an, lief die ganze Zeit in einer Robe rum. Völlig krank, der Typ. Und was wollte er? Er sagte, dass der Vulkan weiter im Westen der Insel bald ausbricht und nur Puritas Cordis den Ausweg aus der uns allen bevorstehenden Katastrophe bieten kann. Puritas Cordis? Diese Sekte aus Europa, die ständig das bevorstehende Ende der Welt prophezeit? Keine Ahnung. Ich gehe mal eher davon aus, dass es ein Grabräuber war, der uns vertreiben wollte, um selbst an die Schätze im Tempel zu kommen. Der Vulkan ist nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv. Aber bei deinen Arbeitern hat die Drohung scheinbar gewirkt. Nein, die sind mir erst weggelaufen, als der Typ nochmal ankam und was davon schwafelte, dass sehr bald etwas Schreckliches passieren würde, wenn sie nicht sofort von hier weggingen. Als dann am nächsten Morgen ein toter Orang-Utan, das heilige Tier der Einheimischen, hier im Lager gefunden wurde, sind sie durchgedreht. So schnell und so weg habe ich lange keinen mehr laufen sehen. Und seitdem bist du hier ganz alleine? Ja. Ich habe zwar schon neue Leute vom Festland angefordert, aber das dauert hier alles etwas länger als anderswo. Ja, das kann ich bestätigen. Warst du denn schon im Tempel? Nein. Ich konnte zwar den Hintereingang finden, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Da steht ein seltsamer Spruch drauf, den ich zwar mittlerweile entschlüsselt habe, aber viel weiter bin ich nicht gekommen. Zeig ich dir morgen. Okay. Wird auch langsam Zeit für mich. Ach ja, eine Frage noch. Was hat es eigentlich mit diesen seltsamen Totems auf sich, die hier um das Lager herum aufgestellt sind? Bist du plötzlich abergläubisch geworden? Nein, keine Angst. Aber die Pfauenfedern halten die wilden Tiere ab. Echt? Wie das? Die sehen die großen Augen auf den Federn und denken sich, wow, wenn das Auge schon so groß ist, wie groß mag dann erst das dazugehörige Tier sein? Und dann machen sie sich ganz schnell wieder aus dem Staub. Okay, bei dem Affen da hinten scheint es aber nicht geholfen zu haben. Zum Glück, er ist der Einzige, der mir noch geblieben ist. Jeden Morgen, wenn ich zum Tempel gehe, rennt der Kleine vor und wartet dann dort auf mich. Abends holt er mich wieder ab. Ja, deine faszinierende Ausstrahlung wirkt eben nicht nur auf Menschen. Sieh zu, dass du ins Bett kommst. Ich zeig dir dann morgen alles und wenn du ausgeschlafen hast, werden hoffentlich auch deine Komplimente besser. Ich werde mich bemühen. Schlaf schön. Danke, du auch. Sam? Keine Zicken, sonst mache ich dich gleich hier kalt. Was ist da los? So, ich werde mich wieder auf meine Runde machen. Du kommst dir ja wohl klar, oder? Ja. Denk dran, die Kleine darf uns nicht in die Quere kommen. Die letzten Testläufe verliefen alles andere als optimal. Und wenn uns jetzt auch noch die Generalprobe misslingt, haben wir ein riesiges Problem. Schon kapiert. Bin ja nicht blöd. Darüber kann man streiten. Aber du weißt hoffentlich, was auf dem Spiel steht. Die Gelegenheit mit der UN-Vollversammlung ist einmalig. Diese Chance darf sich Puritas Cordis nicht entgehen lassen. Ich pass schon auf. Die Tussi kommt ja nicht raus. Hallo? Ich bin keine Tussi und einsperren lasse ich mich auch nicht. Was soll das Ganze eigentlich? Ich will sofort raus hier. Wir haben dich mehrfach gewarnt, aber du musstest ja die tapfere Heldin spielen. Hättest dir lieber mal ein Beispiel an deinen Arbeitern nehmen sollen. Die waren schlauer als du und sind gleich abgehauen. Wie reden sie eigentlich mit mir?
Ich habe ein Recht zu erfahren, was... Halt's Maul! Noch ein Wort und ich brech dir sämtliche Knochen. Ich muss los. Pass hier gut auf, bis ich wieder da bin. Und wenn die Kleine Ärger macht, stopf ihr endgültig das Maul. Okay. Das hört sich ja nett an. Okay, ich bin jetzt lange nicht mehr zu Wort gekommen. Wo bin ich denn hier reingeraten? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, aber einen besonders sympathischen Eindruck machen die nicht unbedingt. Zumindest ist der eine Typ jetzt weg. Der schien extrem brutal zu sein. Der andere ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Kein Schimmer, ob Max noch lebt, aber ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen und hoffen, dass es jemand bemerkt. Ha, jetzt darf ich wieder was sagen. Ist ja gar nicht so einfach bei den langen Unterhaltungen und Sequenzen. Also doch ein Schiffsunglück, so wie es uns prophezeit wurde. Das haben wir jetzt aber erstmal hinter uns gelassen und sind nach Indonesien gereist, wo wir jetzt den Max spielen, beziehungsweise momentan spielen wir gerade Sam, nehme ich an. Und die wurde gefangen genommen von der Sekte Puritas Cordis. Das Lagerfeuer wurde fachmännisch aufgebaut. Die Wache scheint sich also mit sowas auszukennen. Ein Strauch mit weißen Beeren. Auf die Entfernung lässt sich aber schwerlich sagen, um was für Beeren es sich handelt. Was haben wir denn? Venusfliegenfalle? Die muss jemand mitgebracht haben, denn sie ist ausschließlich in den Hochmooren von North und South Carolina beheimatet. So, so. Die schräge Mauer erinnert mich an eine Sprungschanze. Was haben wir denn hier sonst noch so? Keine Ahnung, was das mal für ein Tier war, aber es scheint da schon etwas länger zu liegen. Unter der Fratze befindet sich ein Loch. Dahinter ist es stockdunkel, sodass man nichts erkennen kann. Solche Schreckgestalten sollen die bösen Geister von dem Tempel fernhalten. Bei meiner sympathischen Wache hat es leider nicht wirklich funktioniert. Ja, Bambusrohr mit Draht. Der Draht ist um eines der Bambusrohre gewickelt. Wozu? Keine Ahnung. Na, vielleicht finden wir das ja noch raus. Erstmal einstecken kann ja nicht schaden. In der Schale sind Bananen, Orangen und Himbeeren. Die ersten beiden sind ja hier nichts Besonderes, aber ich frage mich schon, woher sie die Himbeeren haben. Nehme ich die Orange oder vielleicht die Banane? Oder doch lieber die Himbeere? Egal für welche Frucht ich mich auch entscheide, Länderpunkte wird es wohl keine geben. Naja, wenn die Himbeeren so selten sind, dann nehmen wir doch eine Himbeere. Eine Himbeere. Ich nehme mal eine Banane. Dann nehmen wir doch am besten von jedem was. Ich nehme mal eine von den Orangen. Mehr als drei Früchtchen sollte ich nicht aus der Schale nehmen, sonst fällt es noch auf und die blöde Wache wird mir blöde Fragen stellen. Das glaube ich kaum. Der macht keinen sehr intelligenten Eindruck. Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Dass er mich hier gefangen hält und sein selbst für Männer abartiger Klamottengeschmack. Sagen Sie mal... Hey, Sie da! Sehen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede! Sprichst du mit mir? Ja, natürlich spreche ich mit Ihnen. Außer Ihnen ist ja keiner da und dieser Käfig lässt mir auch nicht besonders viele Möglichkeiten offen, weiteren sympathischen Zeitgenossen zu begegnen. Was ist los? Gute Frage, sogar eine sehr gute Frage. Was ist denn eigentlich los hier? Was erlauben Sie sich, mich mitten in der Nacht aus dem Zelt zu zerren und in so einen Käfig zu sperren? Okay, wir sind im Dschungel, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man Manieren an den Tag legen muss, bei denen selbst Diktatoren mit den Ohren schlackern würden. Was ist los? Diese Frage haben Sie mir vor wenigen Sekunden schon einmal gestellt. Ist Ihr Wortschatz derart eingeschränkt? Sind Sie extrem schwer vom Begriff? Oder leiden Sie unter Verlust des Kurzzeitgedächtnisses? Was ist los? Na gut, andere Frage. Aber ob die Unterbelichtung von Wachpersonal umgekehrt proportional zum Budget für Sprecherrollen von Nebencharakteren ist, können Sie mir wahrscheinlich auch nicht beantworten, oder? Was ist los? Oh Herr, erlöse mich von diesem Übel.
Eins muss man ja sagen, Sam hat eine ziemlich große Klappe dafür, dass sie hier gefangen und eingesperrt wurde. Und dass man ihr womöglich, ja, endgültig das Maul stopft, um es mal mit den Worten der anderen Wache zu halten. Na dann, ja, ich weiß nicht, inwiefern ein Gespräch mit ihm überhaupt Sinn macht. Und deswegen denke ich, vielleicht sollten wir das einfach auf die nächste Folge verschieben. Bis dahin, tschüss.